So, schön beim Friseur gewesen auf entspannter Rino, Digga. Eine der wenigen Dinge, die noch wirklich 100% Buxtehude sind, der alte Markauf. Wenn der verändert wird, weiß ich auch nicht, Digga. Das ist immer mein Ritual, einmal die Woche. Viele haben mich eben gefragt, Motti, warum gehst du denn immer einmal die Woche zum Friseur? Oder die Seiten müssen halt auf null. Einmal die Woche fühlt sich halt einfach gut an. Mein Ritual ist einmal die Woche zum Friseur, frische Blumen kaufen für zu Hause und Solarium. Und habe ich auch gefragt bekommen, welche Stufe Solarium ich gehe. Ich gehe immer mittlere, so eine schwache. Ich werde nicht so braun wie ein... Ich will nicht aussehen irgendwann wie ein halbes Hähnchen am Spieß, sondern nur ein bisschen Farbe. Weil wir leben im Norden und da gibt es keine Sonne, Digga. Ganz selten. Jo, ich denke, was geht? Ihr seht schon im Hintergrund das allseits beliebte und heiß erwartete LED-Schild, was am Samstag um 18 Uhr für euch live geht. Wenn ihr euch bis dahin auf der Shop-Seite exklusiv für den ersten Drop eingetragen habt, die Mail hinterlegen, dann eine Bestätigungsmail bekommt ihr da bestätigen, dass ihr die bekommen habt. Dann kriegt ihr exklusiv ein Passwort zugesendet und könnt ab Samstag 18 Uhr exklusiv auf der neuen Website von mir, von Onkel Monte, auf der Seite Montana Black shoppen. Und ja, das LED-Schild shoppen, was so heiß begehrt ist. Wir werden als erstes das LED-Schild und den Jogginganzug verkaufen auf der Website, aber nur, wenn ihr euch spätestens bis um Samstag 18 Uhr dort eingetragen habt. Ansonsten habt ihr halt Pech gehabt und habt kein Passwort. G steht für Ben auf montanablack.de. Ich danke euch, bin sehr gespannt auf das LED-Schild, wie euer Feedback ist. Kuss geht raus. So, eigentlich bin ich am Stream, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, der Hund will nochmal kurz Pipi machen. Deswegen gehen wir nochmal ganz kurz. Ja, die Taschenlampe ist auch komplett leer. Da ist der Hund. Der ist so schwarz, man sieht ihn gar nicht. Ja, war vielleicht nicht so eine gute Idee, bei 3 Grad und Regen Latschen anzuziehen. Digga, mir fallen gleich die Füße ab. 1.18 Uhr in der Samstagnacht. Was macht der Onkel Monty? Alte Blumen weg. Neue Blumen hin. Richtig hier noch die Gartenarbeit. Auf entspannter Rino und leicht ein Glas Milch.